Wir kommen jetzt zum Höhepunkt dieses Videos. Das ist wirklich ein Schuh, das soll ein Jungschuh sein. Aber ich habe ihn zum Glück noch nirgendwo auf der Straße gesehen. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Endlich mal wieder hier. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder irgendwie 5 Tage oder so nichts rausgehauen. Tut mir auch mega leid, aber ich habe halt heute meine erste Abi-Prüfung geschrieben. War Deutsch, war eigentlich ganz okay. Ich denke mal, so eine 3 wird es bestimmt. Wenn nicht, dann halt nicht. Ist auch egal, ich mache ja YouTube. Nein, Spaß. Auf jeden Fall habe ich gerade einfach dieses T-Shirt von mir wieder gefunden. Ich dachte, das habe ich irgendwie verloren vor einem Jahr. Ich habe das mal richtig gefeiert und jetzt habe ich es einfach wieder. Geil, oder? Ja, ich will auch gar nicht lang labern. Wir kommen direkt mal zum Thema. Ich habe letztens irgendwann, oder schon, das ist schon so 2 Monate her, da habe ich dieses Video gemacht. Die geilsten Schuhe für Mädchen. Das ist wirklich ganz gut abgegangen. Hat, glaube ich, über 25.000 Likes oder so. Link dazu ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, hier nachschauen. Aber heute geht es um die geilsten und hässlichsten Schuhe für Jungs. Da habe ich wirklich von euch ein paar auf Instagram geschickt bekommen. Da habe ich gedacht, Digga, was sind das für Schuhe? Ich will gar nicht lang labern. Ich habe die hier alle auf dem PC. Ich gucke mir die jetzt zusammen mit euch an. Und dann werden wir mal ein bisschen ablästern, beziehungsweise abgeilen, sagt man das? Keine Ahnung. Wenn es euch gefällt und ihr noch einen Teil sehen wollt, könnt ihr jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Dann mache ich das bestimmt auch nochmal für Mädchen. Ihr könnt mir Schuhe immer schicken, so Bilder von Schuhen per Insta oder so. Insta ist hier kurz eingeblendet. Ja, und ich würde sagen, wir fangen an. Let's go, let's start, let's begin. Ich nehme jetzt einfach irgendeinen. Ist das ein Schuh? Also auf der einen Seite finde ich den gar nicht so... Doch, der ist sau hässlich. Was ist das? Das ist ein Michael Jordan 2 irgendwas. Keine Ahnung. Ich weiß die Namen von den Schuhen natürlich nicht. Allerdings ist der Schuh, das sieht irgendwie mehr so aus wie so ein Boot. So als könnte der, weiß ich, stell mir gerade so vor, ich habe davon 2 an und kann einfach so übers Wasser fahren. Oder? Also von den Farben her finde ich den eigentlich ziemlich geil. Allerdings, weiß ich nicht. Ne, würde ich mir nicht kaufen. Wir machen weiter mit dem nächsten Schuh. Und zwar nehmen wir einfach mal... Wir nehmen mal einen geilen Schuh. Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen, als ich da gestern durchgegangen bin. Das ist dieser Schuh. Ich finde den so geil. Ich weiß aber nicht, wie heißt dieser Schuh. Wie heißt der? Wenn ihr ist das vielleicht auch ein Mädchenschuh? Jetzt könnte ich mich ein bisschen blamieren. Allerdings finde ich den Schuh echt geil. Also selbst wenn es ein Mädchenschuh wäre, ich würde mir den kaufen. Man, ist doch scheißegal. Wenn ich den trage, ist es halt ein Jungschuh. Ich weiß echt nicht, wie der heißt. Ich finde, man könnte ihn ein bisschen dunkler halten. Aber wenn ihr wisst, wie der heißt, was das für ein Name hat, dieser Schuh, hä, was für ein Deutsch, könnt ihr mir bitte seinen Namen verraten. Ich würde den gerne kaufen. Ohne Scheiß, den hole ich mir als nächstes. Okay, Leute, wir machen weiter mit dem nächsten Schuh. Ich nehme einfach mal hier so einen roten. Da habe ich mir... Hä? Ohne Scheiß, ich will jetzt auch keinen von euch zu nahe treten, wenn ihr vielleicht diesen Schuh habt, aber ich habe noch nie so einen hässlichen Schuh gesehen. Was ist das denn bitte? Keine Ahnung, was daran hässlich ist, aber irgendwie ist alles hässlich. Also so das Gesamtpackage. Auch die Farbe ist hässlich. Auch immer diese Leute, die rote Schuhe tragen, ne? Oh, ich habe selber rote Schuhe. Auch immer diese Leute, die blaue Schuhe haben, ne? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Wenn ihr es wisst, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, hässlich, oder? Okay, Leute, kommen wir zu einem Schuh. Da wusste ich nicht, ob ich den jetzt richtig geil finden soll oder richtig scheiße. Also, und zwar ist das dieser hier. Ich finde so irgendwie auf der einen Seite so ist der voll geil. Also, das ist so ein richtiger Future-Schuh, oder nicht? Den kann man so 2025 tragen, aber jetzt schon haben. Versteht ihr? Also das meine ich so, wenn ihr den Schuh jetzt schon habt, dann seid ihr den Leuten im Jahr 2025 einfach so 9 Jahre voraus. Ich weiß auch gar nicht, von welcher Marke der ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, schreibt den ganzen Namen in die Kommentare. Ja, finde ich eigentlich, ich würde mir den sogar mal kaufen und gucken, wie der so passt zu meinen Hosen oder so. Vielleicht kann der ja auch schon fliegen, sieht ein bisschen so aus, ne? Ich weiß es nicht. Wir kommen jetzt zum Höhepunkt dieses Videos. Das ist wirklich ein Schuh, das soll ein Jungschuh sein. Aber ich habe ihn zum Glück noch nirgendwo auf der Straße gesehen. Muss ich auch gar nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, so was so alles in die Trends kommt. Jetzt gibt es ja auch irgendwie Meggins oder so. Das kommt ja jetzt auch wieder anscheinend. Es gibt zumindest viele Online-Shops, die Meggins verkaufen. Ich habe mir auch mal eine bestellt, habe ich euch ja versprochen. Das Video dazu kommt am Donnerstag. Nein, ich trage keine Meggins eigentlich. Ist auch egal. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Schuh bald richtig im Trend ist. Und zwar hat der einfach einen Schwanz. Der hat einfach einen Schwanz, so, Digga, egal, ich hab einen Schwanz. Ich glaube, wenn ich mit so einem Schuh zu meinen Großeltern gehen würde, die würden sagen, boah, gut, dass wir früher jung waren. Wie kommt man auf die Idee, einem Schuh einen Schwanz zu verpassen? Ich meine, der wird doch auch dreckig. Das hört sich jetzt auch ein bisschen zweideutig an, ne? Da hat sich Adidas bestimmt gedacht, komm, wir machen jetzt mal vom Aussehen her einen richtig hässlichen Schuh mit einem richtig hässlichen Farbton, den wir dann auch einen richtig hässlichen Schwanz verpassen.
Ja, Leute, das waren jetzt mal wieder 5 oder 6, keine Ahnung, richtig geile bzw. hässliche Schuhe. Schreibt doch mal in die Kommentare, welcher von denen hat euch am besten gefallen. Würde mich echt mal interessieren. Ansonsten könnt ihr gerne Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das wieder für Mädchen sehen wollt. Also die geilsten Schuhe und hässlichen Schuhe für Mädchen. Schickt mir die einfach über Insta direkt, das kommt dann bald. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Abonniert nicht vergessen, hier oben links geht es noch weiter mit meinem letzten Video. Instagram, Snapchat war als eingeblendet. Checkt das hier oben ab. Und ja, dann sehen wir uns am nächsten Donnerstag wieder. Da kommt dann das Video zu dieser Megans, hoffe ich, wenn die morgen ankommt, aber müsste sie eigentlich. Und jo, haut rein, ciao, bam.